Herzlich willkommen beim Motorradmagazin, heute direkt von der Intermod in Köln. Die Messe findet ja nach 2019 das erste Mal wieder statt und wir haben hier einige Neuheiten, aber die wahrscheinlich wichtigste, die hier präsentiert worden ist, die steht da neben mir links und rechts. Das ist die neue Honda CB57 Hornet. Der Chaot hat ja schon ein Video online gestellt auf unserem YouTube-Kanal, wo er euch die wichtigsten technischen Daten erklärt. Ich mache jetzt noch eine kleine sozusagen Live-Reportage, schilde euch ein bisschen meinen ersten Eindruck und erkläre euch noch einmal das Wichtigste zu dem Motorrad direkt hier von der Bühne. Also ich hoffe, ihr bleibt dran. Das Wichtigste, das kommt gleich. So, herzlich willkommen zurück hier direkt von der Hauptbühne des Honda-Messestands auf der Intermod in Köln. Finde es ja großartig, dass die Messe wieder stattfindet, nämlich um die Motorräder live zu sehen, um einen wirklich ersten Eindruck zu haben. Das ist ein bisschen was anderes als nur auf den Bildern. Also wenn ihr noch die Möglichkeit habt, kommt her, schaut euch die Motorräder an oder wartet auf die erste Messe. Es kommt ja auch in Österreich eine große Messe, die Messe Tulln, die Bike Austria. Und da gibt es dann natürlich ganz sicher auch die neue Honda Hornet zu sehen. Der Kollege Chaot, ich habe es im Intro schon erwähnt, hat ja schon ein Video online gestellt mit den wichtigsten technischen Daten. Ich erzähle euch jetzt im Schnelldurchlauf noch einmal das Wichtigste zu dem Motorrad. Im Schnelldurchlauf deswegen, weil es ein bisschen ein Gris da natürlich um das neue Modell und wir haben nur einen kurzen Zeitslot zur Verfügung bekommen hier auf der Bühne. Also, wir haben hier eine komplett neue Basis bei der CB57, das heißt einen komplett neuen Rahmen und auch einen völlig neu entwickelten Motor. 755 Kubikzentimeter Zweizylinder, hat überhaupt nichts mit dem bekannten Motor aus der NC57 zu tun, sondern ist eben, wie gesagt, völlig neu entwickelt worden. Vierventiltechnik, eine obenliegende Nockenwelle. Diese Technologie ist dann auch von den Crossern der Marke übernommen worden, diese Unicam-Technologie. Flüssig gekühlt, selbstverständlich, und 92 PS bei 9500 Umdrehungen. Das ist ein bisschen weniger als der Vierzylinder aus dem gleichen Haus, die CB650R hat, also 3 PS weniger. Aber dafür hat der Motor deutlich mehr Drehmoment. 75 Newtonmeter bei 7250 Umdrehungen. Das ist um 12 Newtonmeter mehr als die CB650 hat und das verspricht natürlich jede Menge Fahrspaß, zumal das Motorrad, ihr seht es ja selbst, sehr schlank geworden ist, sehr sehnig, sehr sportlich und das ist überhaupt keine optische Täuschung, weil das Motorrad ist auch sehr leicht, nämlich 190 Kilo vollgetankt und auch da der Vergleich zum Vierzylinder-Modell, das sind um 13 Kilo weniger, also das ist wirklich eine ganze Menge. Schauen wir uns das Motorrad noch im Detail an oder machen wir vielleicht zuerst einmal eine Sitzprobe, dass ihr seht, es ist nicht nur leicht, sondern auch sehr, sehr kompakt und die Sitzhöhe ist auch sehr niedrig, niedriger als beim Vierzylinder-Modell, nämlich 795 mm. Und ich mache jetzt da diese erste Sitzprobe oben und man sieht, also es ist wirklich sehr, sehr schön kompakt, man ist wirklich sehr, sehr sicher hier auf diesem Motorrad unterwegs. Ich bin 1,80 und ihr seht, das ist natürlich überhaupt keine Probleme, aber man kann auch sehen, dass sehr viel kleinere Fahrerinnen und Fahrer da ganz sicher kein Problem haben mit dem Motorrad. Wir haben hier eine schöne, kompakte, versammelte Sitzposition, eine ja, etwas sportlichere Beinhaltung, aber nicht übertrieben. Also wir haben hier wirklich so ein bisschen die Streetfighter-Gene durchschimmern und man sieht es ja auch am Design, es ist alles ein bisschen kantiger, ein bisschen schärfer geraten. Also wirklich ja, ein junges Motorrad, ein fetziges Motorrad, so wie es eigentlich die Hornet auch damals war, als sie 1998 erschienen ist, damals natürlich mit Vierzylinder-Motor. Also kompakt, sportlich, sehnig und auch zugänglich, auch mit einem guten Preis, den verrate ich euch dann zum Schluss, der wurde heute nämlich auch schon verkündet. Vorher vielleicht noch ein weiterer Look auf das Fahrwerk. Ja, hier sieht man natürlich, um diesen guten Preis, von dem ich gerade geredet habe, auch ja, zustande zu bringen, da mussten natürlich ein paar kleine Einsparungsmaßnahmen vorgenommen werden. So ist zum Beispiel das Fahrwerk, also die Fahrwerkskomponenten, die sind zwar von guter Qualität, die so Showa-Ware vorne und hinten, aber nicht einstellbar, weder vorne noch hinten, mit einer Ausnahme, das Federbein hinten ist fünffach in der Vorspannung verstellbar. 41er Vordergabel, Showa Big Piston Fork mit Separate Function Auslegung, das heißt Federung und Dämpfung finden in den getrennten Röhren statt. Dann haben wir eben einen Stahlrohr
Diamantrahmen, sagt Honda dazu. Es ist eigentlich ein Brückenrahmen. Und der ist auch ergänzt von einer Stahlschwinge. Also auch hier sieht man ein bisschen den Rechenstift. Sollte sich aber jetzt wirklich nicht großartig bemerkbar machen. Sehr schlanke Lösung übrigens auch bei den Reifen. Wir haben hinten am Heck einen 160er Hinterreifen. Dies allerdings, sagt Honda, nicht wegen der Einsparung, sondern um das Handling noch zu begünstigen, also ein besonders flinkes, ein besonders leichtes Handling zustande zu bringen. Was ich beim Motor noch vergessen habe, das ist noch ein Wert, der in Zeiten wie diesen auch nicht ganz unwichtig ist. Wir haben sehr, sehr niedrige Verbrauchswerte, um mehr als 10% besser als bei der CB650. 4,35 Liter ist der WMTC-Verbrauch und im Zusammenspiel mit dem 15,2 Liter Tank sollten sich dann Reichweiten von rund 340 Kilometer theoretisch zumindest ausgehen. Kleine Einsparungen, wenn man so will, auch bei der Elektronik, wie zuletzt schon bei der NT1100, also beim Tourenmodell, verzichtet Honda auf eine IMU, also auf eine 6-Achsen-Sensorbox. Das heißt, wir haben hier kein Kurven-ABS, keine schräglagenabhängige Traktionskontrolle, sondern konventionelle Systeme. Das heißt, ein konventionelles ABS und eine konventionelle Traktionskontrolle. Immerhin aber haben wir 4 Fahrmodi, 3 konfigurierte, Standard, Sport, Rain und einen frei konfigurierbaren User-Modus. Diese Fahrmodi beeinflussen das Ansprechverhalten des Motors, die Motorbremswirkung und zu guter Letzt auch die Regelungsweise der Traktionskontrolle. Für alle diese 3 Parameter gibt es jeweils auch 3 verschiedene Einstellungen, die kann man dann im User-Modus gemeinsam konfigurieren. Was haben wir noch an Bord? Wir haben noch einiges, das es optional gibt. Zum Beispiel einen Quickshifter, den gibt es als extra für kupplungsfreies Up-and-Down-Schalten. Serienmäßig ist aber immerhin eine Assist- und Anti-Hopping-Kupplung verbaut. Also für sehr, sehr einfaches Ziehen der Kupplung, und ich habe das zuerst schon probiert, also das geht wirklich ganz, ganz butterweich, ganz, ganz einfach. Aber wie gesagt, Quickshifter ist eine optionale Ausstattung, genauso wie Heizgriffe. Es gibt auch diverse Softgepäcklösungen für das Motorrad. Natürlich eine kleine Minischeibe ist im Angebot. Und dann gibt es noch sehr, sehr viele Alu-Teile, mit denen man das Motorrad dann zusätzlich behübschen kann. Am Anfang, da kommen wir dann gleich dazu, gibt es eine Farbpalette bestehend aus 4 verschiedenen Lackierungen. Wir haben hier schwarz und weiß und ihr seht, beide Versionen sind mit metallic-roten Komponenten ausgerüstet. Also die Gabelrohre und der Rahmen ist in rot-metallic lackiert. Bei den 2 weiteren Lackfarben ein eher eleganteres Grau und ein matt-gold-metallic, das ein bisschen Reminiszenz an die erste Hornet ist. Bei diesen 2 weiteren Farben sind dann diese technischen Komponenten in schwarz gehalten. Marktstart, das haben wir mittlerweile auch erfahren, ist mit Beginn des kommenden Jahres. Vielleicht geht es sich aus, dass die ersten Händler schon im Dezember bestückt werden mit der neuen Hornet. Aber der offizielle Marktstart ist dann Jänner, Februar. Da sollen dann richtig die Motorräder zu den Händlern kommen und zu einem sehr, sehr guten Preis, damit bin ich jetzt schon quasi fast am Ende. In Österreich kostet die neue Honda CB750 Hornet 8.690 Euro und in Deutschland sind es 7.890 Euro. Also wirklich sehr, sehr guter Preis. Man ist da noch einmal deutlich unter dem Vierzylinder-Modell geblieben und ich glaube, mit dem Paket könnte das ein richtiger Bestseller werden, ein richtiger programmierter Bestseller für Honda. Was wir natürlich dann noch sehr, sehr stark warten und worauf wir uns jetzt wirklich freuen, nachdem wir das Motorrad gesehen haben, das ist die erste Probefahrt. Die sollte, wenn alles klappt, noch in diesem Jahr erfolgen. Das heißt, wir können auch heuer noch die ersten Fahreindrücke liefern, ob wirklich diese Versprechungen, die hier vom Design, das übrigens in Rom gemacht wurde, also im Design Center im italienischen Design Center von Honda, ob diese Versprechungen eingelöst werden, ob es wirklich so agil, so spaßig zu fahren ist, wie wir es uns jetzt nach dem ersten Kennenlernen auch erwarten. Also da sind wir schon sehr gespannt. Und wir sind auch sehr gespannt, ob es auf dieser neuen technischen Basis von Honda, also mit diesem neuen Motor, recht schnell auch ein zweites Modell geben wird. Man munkelt ja davon, dass auf der EICMA in Mailand dann im November das nächste Modell mit diesem Motor kommt.
und es könnte eine Transalp sein. Lassen wir uns überraschen. Mich würde es nicht wundern, wenn das wirklich der Fall wäre. Ja, ich kriege schon die Signale, ich muss aufhören mit dem Schnellsprechen, was ich jetzt da gemacht habe. Verzeiht mir die Eile, aber wie gesagt, es gibt einen riesen Griss um das Motorrad. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn, dann würde ich mich sehr freuen über ein Like, natürlich über einen Kommentar. Wie gefällt euch die neue Honda Hornet? Ist das ein würdiger Nachfolger der Hornet, die vor 25 Jahren, nämlich 1998, debütierte? Würde mich freuen, von euch zu lesen. Würde mich freuen, wenn ihr weiter uns treu bleibt. Natürlich auf unserem YouTube-Kanal. Ein Abo zahlt sich immer aus. Oder natürlich auch auf unserer Website, wo alles noch einmal steht. Und dann natürlich Ende November im neuen Heft, wo alle Neuheiten gesammelt werden. Also, es gibt viele Gründe, mit uns weiter in Kontakt zu bleiben. Ich hoffe, ihr nützt es. Und für dieses Mal sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald.